Herzogin Meghan, so hilft sie zurück ins Berufsleben. Seit 2019 engagiert sich Herzogin Meghan, 41, in der Organisation SmartWorks. Eine Einrichtung, die arbeitslose Frauen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben unterstützt. Sie statten Frauen mit Kleidung für Vorstellungsgespräche aus und bieten Karriere-Coachings an. Um sie vorzubereiten und ihnen den Weg zurück in den Beruf zu erleichtern. Nach der Einstellung erhalten sie passende Berufskleidung, wodurch sie sicher und mit gutem Gefühl in den neuen Job starten können. Als Schirmherrin der Organisation ist es Meghan wichtig, dass diese Frauen unterstützt werden und wissen, dass sie überall erfolgreich sein können, so die Herzogin in einem Statement. Umso schöner, dass nun ihr Lieblingslabel eine Spende für die Organisation bereitstellt. Denn die Bekleidungsmarke Koyana gibt 500 der Classic Structure Totes, welche umgerechnet 290 Euro kosten, an die Organisation. Meghan selbst ist ein großer Fan dieses Modells, sie wählt es recht häufig für öffentliche Anlässe. Zum 10. Gipfeltreffen der Juristinnen in Madrid hat Königin Letizia, 50, ganz schön mit dem Wind zu kämpfen. Das hat zur Folge, dass ihre Haare, die in leichte Wellen gelegt sind, nach hinten über die Schulter fallen und lediglich ihre kürzeren Stufen ihr Gesicht umschmeicheln. Auf den Fotos, die bei Letizias Ankunft entstanden sind, stellt sich unweigerlich die Frage, hat sich die spanische Königin die Haare abschneiden lassen? Schmeicheln würde der 50-Jährigen die kürzere Bob-Frisur. Keine Frage. Doch betrachtet man weitere Bilder der Royal, wird klar, es handelt sich tatsächlich nur um eine optische Täuschung. Königin Letizia ist ihren langen Haaren treu geblieben. Die spannendsten Royal Outfits der letzten Woche finden Sie hier.